Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer von Sherlock Holmes. Diesmal das Geheimnis des persischen Teppichs. Ja, es ist wieder ein sehr, sehr, sehr gutes Wimmelbild-Sherlock Holmes-Spiel. Ich habe noch andere, allerdings wollte ich jetzt versuchen, so, ja, das Schlimme zuerst und dann danach mit den besseren aufwarten. Außerdem bin ich jetzt schon so ein bisschen in diesem Wimmelbild-Feeling drin und ja, ich versuche es einfach mal fortzuführen. Ich habe bisher nur mein Profil angelegt, ich habe noch nichts vom Spiel angeguckt und ich bin mal sehr gespannt, wie es aussieht. Vor allem, ihr seht schon hier, die Grafik ist, geht noch, aber sie wird später bestimmt noch schöner. Außerdem ist es hier mit 4:3, also noch so richtig schön oldschool und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ein neues Spiel. Okay, Detektiv oder Adventure? Okay, leichte Rätsel, schwere Leserätsel, schwere Rätsel. 7 Rätsel können übersprungen werden. Schritt für Schritt Ermittlungen. Also ich denke, ich glaube, ich mache mal hier mittleres Ding. Kann ich 3 überspringen? Naja, ich hoffe mal. Ich hoffe, ich schaffe das. Wir haben übrigens London den 7. August. Oh, jetzt konnte ich nicht fertig lesen. Baker Street, 221b. Dieser Sommer ist entschieden zu stickig, Holmes. Ja, vermutlich. Ach so, muss ich weiterklicken? Tatsächlich. Warum fahren wir nicht aufs Land im Urlaub, Watson? Was ist denn das da hinten im Hintergrund? Aha, ein Deduction Board. Interessant. Eine hervorragende Idee, Holmes. Werden Sie mich begleiten? Ich denke, ich werde stattdessen diese Nachricht von Scotland Yard beantworten. Scotland Yard? Erinnern Sie sich, dass wir gestern einen Hilferuf erhalten haben? Ja, man bat uns das Rätsel um den mysteriösen Tod eines armen, bedauernswerten Mannes, Malers, zu lösen. Keine... Nein! Ich hoffe, ihr lest es selber. Ich habe gerade erst erfahren, dass der junge Mann aufgefunden wurde, eingerollt in einem bemerkenswerten Teppich. Bemerkenswert? Holmes? Ja, genau, so ein langes Wort lassen sie stehen, oder wie? Nee. Ein wertvoller persischer Teppich, der gestohlen wurde. Und? Das ändert alles, Watson. Werden Sie mich begleiten? Mein lieber Watson, wir wollen uns mit dieser Angelegenheit vertraut machen. Wir können zum Untersuchungsschauplatz gehen und auch bei Scotland Yard vorbeischauen. Level 1. Oh Gott. Klicken Sie in den rechten oberen, um das Spiel fortzusetzen. Okay. Also, herzlich willkommen bei den neuesten Ermittlungen. Sie werden den berühmten Detektiv Sherlock Holmes verkörpern. Ich hätte gerne, dass Sie Holmes richtig schreiben. Ich muss mal eben den Ton etwas leise machen, denn das ist schon sehr laut. So. Sie müssen Schauplätze besuchen, um Hinweise zu finden und Verdächtige zu entdecken. Der Kriminalbericht liegt bei Scotland Yard bereit. Die Polizei wird Ihnen ermöglichen, Verdächtige zu verhören und Zeugen zu vernehmen. Ist das nicht irgendwie das Ähnliche? Fast dasselbe? Okay, machen Sie davon Gebrauch. Mach ich. Selbstverständlich stehen Ihnen Ihre Wohnung in der Baker Street 221b zur Analyse von verschiedenen Stoffen und zur Aufzeichnung Ihrer Schlussfolgerungen zur Verfügung. Viel Glück, Holmes. Richtig geschrieben. Sie müssen auf jeden Fall die am unteren Bildschirmrand angezeigten Objekte einsammeln. Okay. Klicken Sie mit der Maus, um Objekte einzusammeln. Ja, gut. Wenn sich der Cursor in ein Vergrößerungsglas verwandelt, haben Sie Zugriff auf die vergrößerte Ansicht. Okay. Der Cursor kann sich auch in ein Zahnrad verwandeln und zeigt so an, dass eine Aktion durchgeführt werden muss. Sie haben die Wahl, ein oder mehrere Werkzeuge. Okay. Das kleine Zahnrad zeigt an, dass die Szene weitere Kombinationsmöglichkeiten. Es wird golden, sobald das alles erledigt wird. Das kann ich mir nie und nimmer merken. Um diesen Brief lesen zu können, müssen Sie alle Teile zusammenfügen. Um das Puzzle zu starten, müssen Sie lediglich das zerrissene Papierstück über das Puzzle-Symbol ziehen. Okay. Um die Nahansicht zu verlassen, klicken Sie auf das Schließen-Symbol oben rechts. Ja, das haben wir schon kennengelernt. Sie spielen unter Zeitlimit, weil Sie offiziell nicht berechtigt sind, Untersuchungen durchzuführen. Oh. Sie können das Spiel pausieren, wenn Sie die Escape-Taste Ihrer Tastatur betätigen oder indem Sie mit der Maus auf die Uhr klicken.
Okay, unten im Inventar zeigen die Puzzleteile an, wie viele Puzzle noch zu lösen sind. Wenn sie golden werden, wurden alle Puzzle gelöst. Und über den Hinweiseschalter erhalten sie Hilfe. Wenn sie darauf klicken, leuchtet eines der versteckten Objekte auf. Okay, es speichert. Klicken Sie auf den Kriminalbericht, um das Opfer zu untersuchen. Crime Report, gucken wir mal. Hier ist der Kriminalbericht, den wir bekommen haben. Lesen Sie den Text und wählen Sie die Worte aus, die mit den unten angezeigten Gegenständen in Verbindung stehen. Oh Gott, so viel zu lesen. Mund ist schon ganz trocken. Klicken Sie auf die Wörter, die sich. Ja, das haben wir doch schon gehabt. Teppich. Schön. Okay. Ach, hier unten oben ist unsere Zeit. Die ist aber gerade pausiert. Das ist gut. Was ist das? Puzzle. Hauptmenü. Aha. Hier ist also die Leiche, die wir bisher aber noch nicht angucken durften. Sehr schade. Also, Londoner Polizei, Scotland Yard, Kriminalbericht. Vincent Gordon, 20 Jahre alt. Ausschnitt aus dem Bericht. Das Opfer ist der Polizei bekannt. Dieser junge Künstler, erst kürzlich in London angekommen, stand unter dem Verdacht an verschiedenen Diebstählen beteiligt zu sein. Er wurde aus Mangel an Beweisen freigelassen. Er zog aus der Pension Benson aus, wo er seit einem Jahr logiert hatte. Adresse zurzeit unbekannt. Aha, das heißt, er wohnte auf der Straße oder so. Mal gucken. Na gut, er ist ja Künstler, da geht es schon. Oder es war in irgendeiner WG oder so. Das Opfer wurde mit einer scharfen Waffe getötet. Ja gut, ich schätze mal ein Messer, ne? Kann man das schon markieren? Ah, sehr schön hier. Das sieht aber komisch aus, das Messer. Die Stiche gingen in den Rücken. Okay, von hinten erdolcht. Das ist hier gemein. Das Opfer war in einen Teppich eingerollt. Zufällig eines der aus der Sparrow-Residenz gestohlenen Objekte, siehe Archiv. In Anbetracht der Blutmenge auf dem Teppich ist das Opfer zweifellos auf diesem Teppich getötet oder direkt nach dem Mord darin eingewickelt worden. Es ist möglich, dass das Opfer nicht an der Stelle getötet worden ist, an der der Körper gefunden wurde, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach in dem Teppich dorthin transportiert wurde und an der zweiten Stelle zurückgelassen wurde. Okay, das hier ist anscheinend die Blutmenge. Yay! Oh, ein neuer Zeuge hat eine Aussage gemacht. Achso, ich muss jetzt hier oben. X. Klicken Sie auf die Zeugenaussagen, um Augenzeugen zu untersuchen. Was sind. Ah, das sind. Ah, hier. Okay, steht sogar. Klicken Sie auf den grünen Haken, um die als gelesen zu markieren. Mr. Was? Flatham? 38 Jahre alt. Nachtwärter in der Zementfabrik. Eine sehr schräge Schrift. Oh Gott, ist das viel zu lesen. Ich beginne meine Runden immer um 18 Uhr. Ich hatte diesen Raum bereits zweimal überprüft. Ich passe auf diesen Raum besonders gut auf, weil sich dort schon einmal Landstreicher niedergelassen hatten. Mein Hund witterte den Eindringling, sobald er sich der Stelle genähert hatte. Ich hatte meine dritte Runde begonnen, als Toby zu knurren begann. Erst der Hund heißt Toby. Zu knurren begann. Also lief ich zu dem Raum und sah diesen Teppich. Ich dachte noch bei mir, dies ist mein Glückstag. Also rollte ich den Teppich auf. Bei Jupiter, da war Blut, Blut. Das auch noch. Ich bin nicht ohnmächtig geworden, sollte ich hinzufügen. Und als ich tat, was ich tun musste. Und ich tat, was ich tun musste. Ich lief los, um einen Polizisten zu finden. Zu diesem Zeitpunkt war es um Mitternacht, denke ich. Mr. Flatham hat eine sehr interessante Stimme und sehr interessante Betonungen in seinen Wörtern. Okay, also der Typ hat anscheinend die Leiche gefunden, ist der Nachtwärter in der Zementfabrik und wollte den Teppich klauen, aber dann war da eine Leiche drin und ist ja ungünstig, weil mit Leiche klauen ist doof. Außerdem war der Teppich ja voller Blut. Ich meine, da hätte er nicht mehr viel mit anfangen müssen. Außerdem hat er einen Hund, der heißt Toby. Ich meine, der Toby ist doch der Hund vom Sherlock Holmes eigentlich. Ist ja. Okay. Hey, wir haben einen neuen Schauplatz gefunden. Der muss untersucht werden. Er ist über die Karte erreichbar. Klicken Sie auf die Karte, um einen Schauplatz zu untersuchen. Was? Ah, da oben, Zementfabrik. Oh Gott, ich hoffe, wir müssen uns das nicht merken, wo dann die ganzen Schauplätze sind. Sammeln Sie alle unten aufgeführten Objekte. Oh, guck mal hier. In ein Zahnrad.
Nehmen Sie die Streichhölzer und anleuchten. Oh Gott, das ist ja voll kompliziert. Und puzzeln. Das Blatt wurde zerrissen. Rekonstruieren Sie die Nachricht, indem Sie die Teile an die richtige Stelle legen. Nehmen Sie ein Stück auf, indem Sie die linke Maustaste benutzen. Mit dem Rätsel kann... Naja, das wird schon irgendwie... Also das hier... Also, hallo. Es kommt auf jeden Fall da unten hin. Wir gehen jetzt einfach mal nach dem Rand. Das kommt da hin, ja, dann kommt das wahrscheinlich hier. Nee, hier. Das ist ein sehr interessanter Brief. So, Zahlen. Ist schon mal interessant, okay. Das drehen wir mal, packen es darüber. Das drehen wir auch mal. Mr. Danke. Nein. Mr. Gordon, danke für Ihre Hilfe. Ich habe... Moment, gleich haben wir es. Hier drüben. Und das auch noch zweimal. Mr. Gordon, danke für Ihre Hilfe. Ich habe es von Ihrer Miete abgezogen. Somit haben Sie noch 7 Pfund und 50 Penny zu zahlen. Mrs. Pittycott. Offenbar die Vermieterin. Wir wissen, wo der unglückselige Maler gelebt hat. Ja gut, also bei der Mrs. Pittycott, aber das sagt uns noch nicht so viel. Hinweis, um sichtbar zu machen. Ja gut, nein, brauche ich nicht. Oder? Muss ich das jetzt anklicken? Will ich doch gar nicht. Ich will meinen Hinweis jetzt nicht verbraten. Also wir haben ja den Teppich. Oh Mann, ich muss jetzt draufklicken. Oh, das wäre mir nie aufgefallen. Teppich, was haben wir denn noch? Was soll das denn sein? Ist das das Ding? Nein. Handschuhe, ist das der Stofffetzen? Gut gespielt, Holmes. Dankeschön. Level abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, Holmes. Ihr unglaubliches Talent zur Analyse hat einmal mehr allen Hinweisen einen Sinn gegeben. Dankeschön. Ich für meinen Teil bin nicht weit gekommen. Wer spricht denn da mit uns? War das jetzt der Watson? Okay, Level 2. Diese Sache scheint einfach zu sein, Watson. Aber ich erahne bereits etwas Außergewöhnliches. Sollen wir uns Mrs. Pitty... Mann, mach nicht so schnell weg. Irgendwas mit Mrs. Pittycott, aber ich glaube, wir müssen uns mit der unterhalten. Sehr wahrscheinlich. Klicken Sie ja auf die Zeugenaussagen. Was gibt's denn hier noch so? Guck, was anderes. Macht das jetzt das ganze Spiel? Ich hoffe mal nicht. Wir sind schon Level 2. Also, Beweis. Mrs. Pittycott, 60 Jahre alt, Hauswirtin. Was für eine Tragödie. So ein stattlicher junger Mann. Ich vermiete ihm einen kleinen Raum. Warten Sie, hier ist der Schlüssel. Er hatte einige finanzielle Probleme, daher trafen wir eine Vereinbarung. Er kümmerte sich beispielsweise um meinen Garten, Mrs. Pittycott. Ja, das haben Sie sehr schön ausgesagt, mein kleiner, meine große, Entschuldigung. Nee, es ist natürlich eine alte Dame, eine sehr stattlich aussehende junge Dame. Aber so alt sieht die gar nicht aus, muss ich sagen. Also Falten und so, boah, krass, was für eine Creme verwendet die denn? Die muss ich mir auch unbedingt besorgen. Naja. Also, die Frau Pittycott, der Name ist irgendwie doof, aber gut, da kann sie ja auch nichts dafür. Wahrscheinlich angeheiratet. Er hätte sich mal einen anderen Mann suchen sollen, damit sie nicht so doof heißt. Aber kommen wir zurück zum Fall. So ein stattlicher... Ach ja, genau. Müssen wir uns das jetzt angucken, ne? Wir haben einen neuen Schauplatz. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja, okay. Gordons Zimmer. Um es zu vergrößern. Okay, das kennen wir doch schon. Können wir nicht was anderes angucken? Müssen wir jetzt echt genau das angucken, was die von uns wollen? Ja. Okay, suchen wir doch... Ich hab's... Ja... Okay. Ja, ich will doch gar keinen Hinweis benutzen. Ich hoffe mal, der führt uns jetzt nicht so durchs ganze Spiel. Hier haben wir dieses Wasserkännlein. Nur, gibt es hier noch irgendwas zum Vergrößern? Hier zum Beispiel den Schwamm. Und hier können wir irgendwas benutzen. Wurde mit Wasserfarben gemalt. Seltsam. Finden Sie das versteckte Gemälde, indem Sie den angefeuchteten Pinsel dazu benutzen, die Farbe einzuweichen und den Schwamm, um die obere Schicht abzutragen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Aus einem anderen Sherlock Holmes Spiel. Also wie war das Pinsel? Ist der Pinsel jetzt nass oder wie? Okay.
Okay, müssen wir das jetzt komplette Bild hier... Oh Gott. Das macht so Spaß. Yay, ich mag dieses Spiel. Ich muss sagen, es ist... Ich hoffe mal, es wird nicht ganz so bescheuert wie das davor, weil der Hund von Baskerville, der war schon sehr seltsam. Müssen wir jetzt echt das ganze Ding anmalen? Können wir nicht einfach jetzt den Schwamm nehmen und drüber? Oh Gott, okay. Der war, ja, wie gesagt, schon extrem komisch, einfach weil... was wollte ich denn sagen? Ach ja, wegen diesem komischen mystischen Zauberzeug. Und dann sind wir auch noch in die Vergangenheit gereist und sowas geht einfach nicht. Das können die nicht bringen. Das ist ja, also so am Thema vorbei geht ja eigentlich schon fast gar nicht. Und ich denke, bei diesem Spiel hier werden wir auf hoffentlich realistische Maßnahmen zurückgreifen. So, gucken wir mal, ob wir das jetzt irgendwie wegkriegen. Das ist auf jeden Fall eine richtig tolle Arbeit hier. Hätten die nicht die Flächen ein bisschen größer machen können? Oh, guck mal, eine Frau. Es ist das Bild einer Frau. Und es ist total unrealistisch, dass wir hier die Farbe einfach so komplett wegwischen können. Einfach so, schwupp, und schon ist sie weg. Und hinterlässt keinerlei Rückstände. Und ich frage mich, ob das drunter auch mit Wasserfarben gemalt ist, denn wenn es so wäre, dann würde das mit weggewischt werden. Aber vielleicht ist es ja Acryl oder Öl, aber Öl und dann drüber Wasserfarben? Nee, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Hallo, ich möchte, dass das hier weggeht. Das haben wir wahrscheinlich noch nicht nass gemacht. So, jetzt. Ja, sehr gut, sehr gut. Hier sind noch ein paar, die wir noch nicht nass gemacht haben. Reicht es nicht? Wir sehen sie doch. Guck mal. Ah. Oh, danke schön, ich bin erlöst. Das Porträt einer Frau. Es gibt keinen Zweifel mehr. Eine Liebesgeschichte. Vielleicht ist es ja seine Schwester? Und warum ist es jetzt wieder mit Blumen bedeckt? Und was müssen wir denn noch finden? Rot. Ernsthaft, es steht sogar da? Rote Farbe. Huch. Gut gespielt, Holmes. Oh ja, wir sind die Besten. Ach, jetzt können wir auch in den Garten gehen. Ja gut, bevor ich mir jetzt aber den Garten genauer angucke, würde ich die Folge erstmal beenden. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.